Alrighty, damit gehen wir dann über in den nächsten Teil und versuchen uns mit Kid Trunks. Okay, wir haben logischerweise die weiteren Figurines und er hat Boo an der Seite. Yikes. Okay. Turn 1. Battle Hint. Placing two figures in the same column makes it easier to defeat your opponent. Take out the opponent's figures and try to control the battle. Okay, er hat jetzt in jeder eine hingestellt. Das würde aber dazu führen, dass wir halt von einer Seite definitiv angegriffen werden. Das heißt also, das wollen wir eigentlich verhindern. Das bedeutet, wir werden so hingehen. Wir werden so hingehen. Und auch so. Dann sind wir vermutlich ein Ticken langsamer. But oh well. So genau, plus ein Attack. Auch hier für ihn nochmal. Und mehr Verteidigung. Das sollte hier nochmal hilfreich werden. Ja, der hat natürlich den gleichen Spaß ebenfalls. Okay, Achtung. Hehe, sehr gut. Da kriegt er zwar nochmal Speed oben drauf, aber das ist weiter nicht hilfreich. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Den haben wir damit jetzt auch wirklich besiegt. Wow. Er ist so gut wie besiegt worden. Und haben aber noch eine Chance für einen Counterattack. Das heißt, wir haben jetzt vermutlich die Möglichkeit, ihn auch gleich noch. Yes, sehr gut. Echt zwei seiner Figuren zerstört im ersten Angriff. Nice. Mir ist zwar immer noch nicht so hundertprozentig klar, wie das abläuft. Und vor allem, wenn die Skills weiterhin so simpel bleiben. Okay, ja klar. So, jetzt dürfen die noch natürlich noch mal einmal angreifen. Aber das Schöne ist, dass er halt gleich zwei Figurines verloren hat. Kann er da nicht mehr allzu viel machen. Nice. Das lief doch schon mal richtig gut. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen aufpassen. Ich denke, auch hier werden wir ganz kurz gucken müssen. Vor allem die Sache ist Details. Vor allem, da läuft die Zeit weiterhin ab. Own speed if you go second when placed on the trigger square. Okay, mit Goten zusammen kriegt er da auch nochmal einen Boni. Okay, ich denke, wir bleiben aber erstmal ganz bewusst hier so stehen. Jetzt also auch nicht viel, was wir anders machen wollen. siebenhundert, yikes, okay. Zwei Verteidiger dort. Die Sache mit der Spirit Bomb, verstehe ich immer noch nicht ganz, warum der Gegner die noch nicht bekommt. Ach, da wäre noch 300 hinterhergekommen. Ja, weiterhin sind wir schneller. Ist also nicht. Oh ja, da sind die beiden halt zusammen mit ihrem Boni, aber. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt ein bisschen Probleme bekommt. Spätestens wenn halt Saiyan Goten drauf geht. Okay, Boo ist auch weg. Das wird also jetzt vermutlich gleich Geschichte sein. Nice. Okay, da war mal ein bisschen Abwechslung dahinter, aber. Okay, jetzt hat er automatisch verloren. Hurra! Dann bekommen wir jetzt hier auch endlich mal einen Result Screen. Haben uns natürlich gut angestellt. War auch jetzt nicht wirklich so schwer bisher. A new story has been added. When you win a figure battle, you will earn figure XP and master XP or even items or other rewards. That's all there is to the battle tutorial. How did you enjoy figure battles? All that's left is for you to collect a ton of different figures, power them up and defeat your opponents to become the top player in Content City. Oh, I can't believe I actually lost. Wow, you really beat Trunks, that's amazing. But I don't even stand, didn't stand a chance, that's odd. You must have a talent for this. Or better figurines. Ha! Looks like I have to polish my skills some more and maybe get a stronger figure too. Hey, I'm winning our rematch for sure.
You just make sure you're prepared to lose. Ah, oh, same here, don't chicken out on us. Und dann sind sie ins Nichts gefallen. Haha, they really seem to like you. I didn't win my battle, but I still had a good time. It might be just what we need for relaxing. Let's do this again sometime. Ja, okay, whatever. I'm going to practice so I can win next time. Maybe I should get a new figure while I'm at it. Okay, und damit haben wir dann auch... Ja, leider. Chill. You've got all kinds of hero figures at your disposal, and you can use and combine them in any way you see fit. The number of combinations is unreal. Mix and match figures to create your own ultimate team. Okay, also wir haben auch da mal den Einblick bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da wirklich Zeit investieren werden, denn... Das ist mir bisher noch nicht so wirklich halt einfach klar, wie diese Figurines wirklich funktionieren. Das ist auch eh allgemein die Frage, wo man hier hingehen müsste, um diesen Spaß anzupassen. Back. Equipment Skill ist nicht. Also, das kommt auch hier gar nicht so vor, wirklich. Weil das ist auch noch nicht so 100% selbstverständlich. So, hoffen wir jetzt mal, dass wir bereits jetzt hier weitermachen dürfen. Okay, alter Mann steht da. Yes, sehr schön. Trunks ist da hinten vor allem auch. Lass uns ganz kurz gucken, ob die irgendwas wenigstens haben. Sie hat was. Und er steht einfach nur dumm da. Okay. Howdy! Hey, what's the matter with you? Oh, I guess I never did explain about the Timeless, did I? Okay, I tell you everything you need to know. The Timeless has two main functions. The first is to serve as a nest for Toki Toki, the bird who controls time. He may not look like much, but he is an important being. In a sense, the role of the Supreme Kai of Time is to serve the Toki Toki's caretaker, as Toki Toki's caretaker, and raise him dutifully. And the second is to house this giant building known as the Time Vault. It holds the history of the entire universe. Pretty much everything that has ever happened is written down in the Book of the Beginnings and End. Of course, it includes your entire history as well, so I'd be careful about what actions I take if I were you. If you ever want to look back on your history, go take a look at the Time Vault. Okay, also da kann man einfach das machen, was wir bereits schon gemacht haben. Alles klar. Ansonsten ist hier noch irgendwas anderes. Wir haben da immer noch diese Events, wo wir nochmal genauer gucken müssen. Bei Herkul müssen wir nochmal vorbeigucken, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. So, how did you feel meeting such a legend? Haha, it's pretty amazing, don't you think? You have still got much room to grow, but you're right up there. So don't ever sell yourself short. I mentioned this before, but there is still much to be done. Please head out and deal with the remaining changes in history. Okay. Good luck out there, head on over to the Time Vault to get started. Oh, wir gehen wirklich gleich über. Idiot! Get out of here! Now! Hurry! Zadoria! Zarbon, show me your power! Yes, another change in history, is it? Those two will have a hard time getting away with both Dodoria and Zarbon after them. You'll just have to help them out. Go do what you have to. Solar Flare! My eyes! My eyes! Thought you could get away, huh? Aha! Zarbon und Dodoria. Reduce Zarbon's health to a certain amount. Interessanterweise nicht Dodoria. Obwohl wir uns, glaube ich, gerade zu Dodoria umgedreht hatten, oder? Gute Frage. Stay back, Gohan! Have to take that Namekian kid and get away from here!
I'm no kid. Was natürlich klar ist, mit wem sie hier reden. Who the hell are you? I've never seen you make enemies at a high power level. Blast it. Yeah! Now! Das war natürlich noch relativ simpel jetzt hier. It looks like Gohan has gotten away from Dodoria. So in the end, history will continue as normal. Shouldn't you be coming back home? Oh, Lord Slug, the Wicked Namekian. Oh, er hat auf uns gewartet scheinbar. You may be a time patroller, but you'll never survive my boundless fury. Who in the universe is that? It's the Wicked Namekian, Slug. Aren't the Namekians supposed to be our allies? That's just a small taste of my power. Er geht nicht mehr drauf. I'm on my way to your location. Ist nicht wirklich so, als wäre der stark. Oha, der sieht natürlich wirklich bösartig aus mit der Aura. God damn it. We Saiyans grow stronger every time we fight. The stronger the opponent, the stronger we grow. I almost died on Earth, so I am much stronger. That's why we're a race of warriors. Wait, Vegeta! I'll tell you. Nope, you don't. You dead. Is afraid of Saiyan potential. My potential. But who was that anyway? Good work out there. Time has returned to its natural course. We did some research and found that the pair manipulating history are some pretty serious criminals.
Turles is one of the last remaining Saiyans. He leads the Crusher Corps in their devilry. Slug leads an army of demons and has conquered a number of planets. Those two. Goku defeated them both in different histories. I'd say they're probably out seeking revenge. Trunks has been after them, but hasn't been able to catch them quite yet. There must be some way we can stop them. Right. We have to think. But I have other things to do. You go ahead and work that out. Hey, were you even listening? We're supposed to be working together. Yeah, I know. But I'm really busy, okay? Toki-Toki is going to lay an egg soon, so I have to make sure everything is ready for when it arrives. Oh, how about that? Congratulations, then. Toki-Toki is a divine bird that manipulates time. His eggs hold the time for a brand new universe. To put it simply, Toki-Toki's eggs have the power to create time itself. That's why making sure Toki-Toki produces healthy eggs is so important. It's one of the many duties of the Supreme Kai of Time. Ha ha ha! To think, I'll actually get to see the start of a new history! So anyway, I've gotta go now. Oh wait, we still don't have a plan. We'll just have to give them a pounding the next time they fool with history, right? Well, I suppose, but yeesh, looks like brute force is all we've got. We've both got it rough. Just do your best. Wirklich, das war's schon von der Story? Oh, Guru's house is being attacked. God fucking damn it. When online mode, you can cooperate with other players in parallel quests or test each other's skills in battle. You can choose to log into the single lobby or the multi-lobby when selecting a character. Das war bisher noch nicht möglich. In the single lobby, other players will appear as patrollers in Canton City. Nice. When you are a team leader, you can use the recruit option on the player info screen to have them assist you on parallel quests in exchange for Zenny. Und wie in der Vergangenheit ebenfalls. In the multi-lobby, you can chat with players from around the world, form teams, engage in parallel quests and participate in battles. Use the player info screen to form teams, add new friends and join battles. You can only be logged into the multi-lobby for 3 hours at a time, after which you will be automatically locked out. The game will notify you when your time is running out. Wait, what? Why? What? What? Whatever. Your time patrol rank is displayed in the multi-lobby. Time patrol ranks are reset each week, and players will move up and down in the rankings. You can choose whether or not to display time patrol ranks above characters from the game settings screen in the lobby menu. You can improve your time patrol rank by winning battles without limitations or through challenges against other players in Canton City. Team registrations. At team registration in the registration area, you can form a team with a leader and up to 2 other members. Teams can participate in battles and parallel quests up together. To accept a parallel quest or battle, only the leader must accept it at the reception. Subsequently, the other members can join in that quest or battle only. Leaders can add a patroller to their team by going to the player's player info screen and choosing Leertaste option oder das andere Symbol. Scout while in the single lobby with dem option oder Leertaste. Team in the multi lobby, fire a beacon by pressing up to see where you both are on the map. To remove a member from the team, go to the player blah 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 blah. If your leader wants to disband the team, they choose disband from the lobby menu. Okay, also hier einfach ein paar weitere Informationen, wie das Ganze in Theorie weitergeht. Wir könnten jetzt theoretisch bei ihm weitermachen, aber ich will ganz kurz trotzdem mal hier wieder zurückkehren. Ich denke, das ist gar nicht mal so falsch. Einfach mal so ein bisschen umgucken. Vielleicht... Ah, das Spiel jetzt hier ein richtiger Spieler. Das müssen wir sehen. Okay, da muss man andere Taste drücken. Und zwar haben wir hier einen auf Level 3. Die könnten wir auch kostenlos anheuern, wenn wir wollten.
Wir haben Check Profile. No, Check Profile öffnet Steam Overlay. Please. Was ich möchte, ist Turn Page, genau. Gallic Gun, Crusher Ball, Genocide Shell, Maximum Charge, Final Flash. Interessant, Level 3 und hat schon solche Skills. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht der erste Charakter ist. Daquan, okay. Maginia. Okay, also da haben wir natürlich hier so einige lustige Charaktere schon am Start. Natürlich sehr, sehr cool, dass wir jetzt hier auf weitere Charaktere natürlich treffen könnten. Und ich würde sagen, kann man hier teleportieren? Yes, I can. Wir gehen hin und gucken mal ganz kurz bei Hercule noch vorbei. Bei Guru werde ich, denke ich, aktuell noch nicht vorbeigucken. Einfach weil, wenn ich richtig verstanden habe, ist es immer das Gleiche. Man kämpft gegen Gegner, sammelt die Dragon Balls ein. Die KI geht scheinbar hin und sammelt die Dragon Balls so überhaupt nicht ein. Also man muss im Endeffekt einfach nur die Kämpfe gewinnen, dann ist auch wieder gut. Okay, hier sind auch ein paar mehr Leute am Start. Die Kollegen dort hinten sind weiterhin. Das werden wir als erstes uns jetzt hier angucken, was die zusammen sagen haben. So, Jacko kenne ich mittlerweile auch, wenn noch nicht wirklich. Yahoo. Hey, you there. Yeah, I'm talking to you. I can tell you've got a strong sense of justice. Ever felt like putting your strengths to good use? If so, you should join us and help protect the peace. I'm Great Simon 1, by the way. Will you lend us your power then? I hope you will give me the answer I want to hear. We might have just found a candidate to become our third member. You might be right there too. This could be the one we have been looking for to take on the role of envoy of justice as Great Simon 3. Fantastic news. What do you say? Do you have what it takes to battle evil with justice in your heart? Yeah, from yours. Commence patrol of justice. What now? What do you say? I knew it. A heart of justice can turn no dice. It's your destiny to become Great Simon 3, so tell me, are you ready to become a hero? Yes. I knew all along you would say that. I never doubted you for a second. Way to go! These guys are way too enthusiastic. Seems like it's decided. Come on, Jacko, let's go. What? Why me? You guys just go. You don't have to drag me along. Don't you think it's an honorable task to help instill justice in the next generation? Alright, but just this once. You better not start thinking the super elite will bend to your every whim, okay? Okay, defeat number 1 and 2. Wir haben Jacko an unserer Seite. Wir müssen aufpassen, dass der nicht unter 50% HP geht. Okay, damit bekommen wir hier ein bisschen nutzloses Zeug. The Stuff of Heroes. Great Sailman is here! And Sailwoman! And we're here to help you train! We'll fight for as long as you like! I suppose I can spar with you, but if it's not a fair fight, I'm out! If you don't get serious now, you'll regret it when it counts! Are you ready? Then let's get started! Arme Sack ist da in der Ecke eingeklemmt. Ich hab beide auf einmal angegriffen, yes! Nice. So, den ersten haben wir gleich ausgeschaltet. Jacko ist richtig gut noch von der HP dabei. Da mache ich mir also gerade jetzt gerade keine Sorgen. The rest is up to you, Sailwoman. What the? Okay, also ich gehe mal von aus, dass wir das hier relativ schnell geschafft haben sollten. Ist nicht so, als wären die wirklich stark. Genau. Your training is complete. Another great Saiyaman is born. What else would you expect from special training with an elite fighter like me? Du hast nichts gemacht. Our next session will be fun. Hooray, ein Arm, whatever. Look here. I'm about to start a special class. I hope to see you all there. Yay, mein Glückwunsch. You know, whatever. No pressure.
I wanted to be the first to congratulate you on becoming Great Saiyaman 3. Yeah, congratulations. Isn't it great we get to work together now? Congrats, I guess. Actually, you have my sympathy. But don't get ahead of yourself. The real hard work hasn't even begun yet. You will need to learn some techniques and poses for fighting evil soon. They should be super cool and stylish like ours. I can't stress the importance of a good pose, though. It's not long now until the next training session. You should try and dress up before it starts. Oh boy, why? Why did I do this? Okay, Haku, what's up? Well, there's no use dwelling on it. I guess I will just start looking for another martial artist. Good work on that last challenge. You finished even quicker than I expected. Also, ich weiß nicht, was der hier zum Teil labert. Well, here's your reward. What do you mean? It's a bit too awesome. Haha, don't be silly. It's yours. Take it. You earned it. Look, I'm Haku, the world champion. You have to take it if I say you do. Take 200 Zenny. You didn't think the test was finished already, did you? I haven't even seen the full extent of your abilities yet. You see, I'm still not totally convinced you're fit to be my bodyguard. There's another challenge. Get a 35-hit combo. Combo uncounted in local battles, training, or challenge quests. What are you looking at me like that for? Of course, I want you to be my bodyguard. You dare to doubt me? Have you forgotten that I'm the world champion? Don't you know, a world champion never tells lies. You need to calm down a little. I've still got a few challenges left for you yet. If you can complete all of my challenges, then I will grant you the honor of being my bodyguard. Okay, also hier sieht man im Endeffekt, da sind schon, oder zumindest jetzt hier diese zweite Challenge, sieht schon so ein bisschen knackiger aus. Gut, ich denke, wir werden eine Sache jetzt noch machen. Und zwar, ich denke, es ist durchaus klar, welche die wie es sein würde. Ich weiß leider nicht genau, wo ich hier bin, ob ich da einfach runterplumpsen kann. Yes, I can. Let me down. Klonk. Okay, dann haben wir natürlich dann hier, und das finde ich sehr, sehr cool, jetzt auch die ganzen anderen Kollegen am Start. Zugeben sind natürlich alles nicht echte Spieler in der Hinsicht, nur deren Charaktere. Ich denke, es wird Zeit, dass wir zu guter Letzt nochmal einmal Krillins Challenge probieren. Hey. Yes, I want to. Remember, you can't use flight in this little exercise, yes. So. Zu wem muss ich das bringen? Oh, der ist dann doch ein Ticken weiter weg. Das könnte dementsprechend natürlich jetzt lustig werden. Ich gehe mal von aus, dass der hoch hier die... Keine Ahnung, wo der sein könnte. Probier mal hier hoch zu gehen. Das sieht aber nicht aus wie der richtige Weg. I don't know. Ich meine, wir probieren es einfach. Ist das der richtige Weg? Ich teste es einfach. Na, jetzt nochmal hoch. Vielleicht haben wir dann hier irgendwo die Möglichkeit, diese Person zu finden. Ja, das Schlimmste ist eigentlich nur, dass man danach wieder trotzdem so zurückhoppeln muss. Bist du das hier? Yes. Thank you, I appreciate your effort. Yay, I did. Ich will im Endeffekt einfach nur wissen, was die verdammte Belohnung dafür ist, dass wir diesen Spaß hier machen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht testen, irgendwie schneller zu laufen. Wir werden jetzt ganz kurz damit leben, dass wir hier super duper langsam sind. Das ist natürlich die Geräusche, die wir hier hören, sind furchtbar. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass es wirklich rhythmisch ist. Guten Tag. Don't mind me. Ansonsten eine Sache, die ich hierbei noch anmerken darf. Wir haben ja hervorgehoben, oder ich habe hervorgehoben, dass man mit den NPCs reden kann und die dann einem zum Teil Sachen geben, zum Beispiel Essen oder halt das Equipment, was ich zum Beispiel hier gerade trage. Und es gibt aber auch welche, wo es heißt, hey, ich brauche die Leute, die halt diese Parallel Quest gemacht haben. Und erst dann kann man scheinbar mit denen weiter interagieren. Und davon habe ich jetzt, glaube ich, so 3 oder 4 bisher gefunden. Und man kann wirklich da hinten auf diesem doofen Jumbotron sehen, was ich hier gerade mache. Great. Hey. Zufrieden. Nice work, you had a real nice pace out there. Although, I have a feeling that you could do it even faster if you tried. Für 2 TP Medals, Milk und... Oh, okay, you got Turtle Hermit's Shell. Das ist doch immerhin etwas.
What do you think? It's a pretty good training exercise, right? Not really. Not only does it give you a chance to train, but you can also make some extra money. Ha 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 ha. Make sure you keep up the work as a time patroller. Come again for some more lessons. Nope. Nope. Mm-mm. Das war einfach nur nervig. Okay. Damit kommen wir hier zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und... Wo ist dieser... Ach, das ist der Schatten von der Person, die da oben steht. Und ich weiß nicht, was für ein Challenge das ist. Oh, whatever. Bis dann.